Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Dämonologie-Hexenmeister, ja, Einsteiger-Video. Ich zeige dir in dem Video, was du alles beachten musst, wenn du in Shadowlands unterwegs bist. Vor allen Dingen aber auch, welche Paktwahl entscheidend ist, welches Legendary du dir craften solltest, wie die Talente zu verteilen sind und auch eine kleine Fähigkeiten- und Rotationserklärung kriegst du von mir in diesem Guide. Also, nach einem kurzen Intro geht's los. Bleib dran. Was für Vor- und was für Nachteile haben wir nun als Dämonologie-Hexenmeister? Da gibt es drei Vorteile und drei Nachteile, wie ich finde. Und zwar ist es so, einer der besten Vorteile überhaupt ist, dass wir einen sehr hohen Single-Target-Schaden fahren können und auch einen passenden Cleave dazu natürlich dann haben. Leider allerdings nicht ganz so super gute AOE-Schadenstools im Gegenzug dazu dann. Und der Burst-Schaden, den wir da verursachen können, der ist wirklich sehr enorm. Wenn wir in unseren Cooldowns drin sind, dann können wir da ordentlich rausknüppeln. Das ist sehr, sehr cool. Allerdings kann dafür wieder im Gegenzug die Dämonen-KI manchmal nicht ganz so klug agieren. Da kann man eventuell ein bisschen auch nachhelfen, aber auch nur leider sehr begrenzt. Da muss man sich ein bisschen auch auf die KI verlassen von den Dämonen. Die kann manchmal was blöd sein. So. Eine der großen Stärken des Hexenmeisters allgemein ist es einfach, dass wir Portale stellen können, wir können einen Schrank stellen, wir können Gruppenmitglieder teleportieren mit der Hilfe von anderen, wir können Rituale ausführen, Lutschkiesel bereitstellen und sogar Battle Resten. Und das ist halt einfach etwas, was richtig geil ist am Hexenmeister. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Allerdings brauchen wir auch ein bisschen Zeit, bis unser Schaden halt ein wenig anläuft. Und wenn da jetzt, sag ich mal, eine melee-lastige Gruppe unterwegs ist, die Gegner schon tot am Boden liegen, unsere Dots gerade mal erst angefangen haben zu ticken, das ist dann ein bisschen, ja, nicht ganz so gut. Oder wir erstmal Dämonen haben müssen, damit wir erstmal ordentlich Schaden machen dürfen. Das ist so ein bisschen semi-optimal, daher leider ein Nachteil. Aber das hält sich relativ gut die Waage, macht nichtsdestotrotz trotzdem Spaß. Die Talentverteilung beim Dämonologie-Hexmeister immer noch schwer auszusprechen. Nein, das ist ein bisschen komplizierter. Also ihr habt im Grunde genommen eine Single-Target-Skillung und eine Cleave-Skillung, die auch noch ein bisschen abgewandelt werden kann. Ja? Wir haben ja leider nicht so viel AOE, das wir produzieren können, sondern es geht mehr in den Cleave-Damage. Und ich stelle euch jetzt erstmal die Single-Target-Skillung vor, damit könnt ihr auch einwandfrei ganz gut raiden gehen. Wenn ihr aber merkt, oh, das ist mir zu wenig Cleave, zu wenig Seitendamage, ich komme nicht gut auf AOE-Targets, dann benutzt eher die Cleave-Skillung. Da muss man ein bisschen das ausprobieren und dann findet man aber auch schon den richtigen Mittelweg dafür. Und zwar ist es so, dass ich dämonische Stärke im ersten Talentbereich wähle, also auf Level 15, erfüllt unsere Teufelswache mit dämonischer Stärke und befiehlt ihr, auf das Ziel loszustürmen und einen Teufelssturm zu entfesseln, der 400% mehr Schaden macht. 400% Teufelssturm macht Aua. Sehr cool, könnt ihr jede Minute einmal benutzen. Sehr, sehr angenehm an der Stelle. Deswegen nehme ich das damit rein. Im 25er Bereich gehe ich dann auf den dämonischen Ruf. Schattenblitz und der Dämonenblitz haben eine Chance von 20%, dass der nächste Einsatz von den Schreckenspirschern zwei Seelensplitter weniger kostet und zu einem Spontanzauber wird. Das heißt, wir müssen nicht erst lange lästig diese Schreckenspirscher rufen, benutzen oder herbeizaubern, sondern die sind instant da und können instant eben halt mitwirken. Finde ich sehr, sehr geil, weil wir den Schattenblitz sowieso benutzen und auch den Dämonenblitz, den wir manchmal spontan bekommen. Wie das funktioniert, erkläre ich dir später in diesem Guide. Aber da ist es auf jeden Fall so, dämonischer Ruf ist da sehr, 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 sehr praktisch. Dann haben wir den brennenden Ansturm im 30er Bereich, das ist ein Utility Bereich, also ja genau, im 30er und im 40er, das sind beides Utility Bereiche. Was sind Utility Bereiche? Das ist eher mehr so Look and Feel, also ihr benutzt das Talent, was euch am besten passt. Ich wähle den brennenden Ansturm aus dem Grund, dass der Hexenmeister eine sehr langsame Klasse ist und dadurch können wir unsere Füße in Brand stecken, sind wir ein bisschen schneller unterwegs, müssen es aber auch wieder ausschalten nach einer gewissen Zeit, denn wir verlieren jede Sekunde 4% unseres maximalen Lebens und das kann irgendwann wehtun. Clou an der Geschichte ist auch noch, stehen wir in einer Pfütze drin, die uns um 90% verlangsamen würde, dann hätten wir jetzt, sage ich mal, keine 60% Bewegungsgeschwindigkeit, sondern 100%, so als würden wir ganz normal laufen. Also auf den Wert könnt ihr auch nur runtergedrückt werden, es geht nicht tiefer. Maximal, also nicht auf unter 100% der normalen Bewegungsgeschwindigkeit werden wir verlangsamt. Daher den brennenden Ansturm. Im richtigen Moment gezündet ist, kann das eigentlich ganz gut Wunder wirken.
Dann haben wir im 35er-Bereich das finstere Scheusal beschwören. Also beschwört ein finsteres Scheusal, das 15 Sekunden lang für euch kämpft. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Wer will nicht sein Scheusal auf irgendwelche Gegner raufschicken? 45 Sekunden Abklingzeit, braucht aber auch einen Seelensplitter an der Stelle und können wir in 2 Sekunden wirken. Nochmal ein Dämon mehr. Was besser als ein Dämon? Richtig, 2 Dämonen. Ganz einfach. Im 40er-Bereich habe ich, ja, wie ich vorhin sagte, Utility, benutze ich die weltlichen Ängste. Dadurch haben wir die Möglichkeit, ein Ziel nochmal für 3 Sekunden handlungsunfähig zu machen. Und das heilt uns dann auch noch zusätzlich um 20% unserer normalen Gesundheit. In der allergrößten Not brennender Ansturm gezündet, 3-4 Sekunden lang rumgerannt. Dann schmeißen wir das einmal auf den Gegner drauf, kostet ein bisschen Mana, ist ein Spontanzauber, einmal alle 45 Sekunden einsetzbar und schwupps haben wir 20% Leben wieder da, als wäre nichts gewesen. Mega geil. Dann im 40er-Bereich ist, im 45er-Bereich, jetzt habe ich mich versprochen, da ist es so, dass ich die Teufelswache nehme, dadurch kriegen wir nochmal extra eine Teufelswache, die etwas stärker ist, die greift das Ziel 17 Sekunden lang mal an, verursacht auch ein Viertel mehr Schaden, also 25% mehr und wenn die kommt, wir können das auch so timen, dass wenn irgendetwas castet in einem Raid oder in einem Dungeon, beschwören wir die, zack, wird das Ziel betäubt, es castet nicht mehr, wunderbar. Und wir haben noch zusätzlich so einen kleinen Meuchel-Metzler-Dämon, der eben halt ein bisschen Schaden macht an der Stelle. Das ist sehr, sehr praktisch. Kostet natürlich auch einen Seelensplitter, nichts ist umsonst. So, und hat 40 Meter Reichweite, ist ganz praktisch, deswegen die Teufelswache an der Stelle. Im 50er-Bereich ist es so, dass ich das dämonische Aufzehren verwende, denn das dämonische Aufzehren ist ein nicht ganz so einfach zu verstehender Spell, denn früher war es so, dass der Dämonenkommandant die Wichte getötet hat. Das macht er jetzt nicht mehr. Also wenn wir Wichte da haben, werden die nicht getötet, da wird nur 15% von deren Gesundheit runtergezogen, um dann eben halt quasi, ja, damit er sich selber ermächtigt und noch ein bisschen mehr Schaden raushauen kann. Das ist der Clou an der ganzen Geschichte. So, dann gibt es jetzt noch die andere Möglichkeit, dass man hier quasi mehr auf Cleave Damage geht. Und da kommen wir jetzt zu einer Besonderheit. Und da ist es nämlich so, ihr könntet auch im ersten Bereich, also im ersten Talentbereich, könnt ihr auch eigentlich im Grunde genommen alle drei wählen. Die sind relativ ähnlich, relativ gut ähnlich. Das würde auch mit dem Eiterplagenbomber funktionieren oder wenn ihr die Schreckenspeitsche nehmt. Wenn ihr die Schreckenspeitsche nehmen solltet, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr aus den Schatten mitwählt, hier im 35er-Bereich. Schreckensbiss lässt das Ziel 20 Sekunden lang, 12 Sekunden 20% zusätzlichen Schattenflammenschaden durch uns erleiden. Das ist die Kombination, der Schreckensbiss trifft jetzt alle Ziele und wir machen 20% mehr Schattenflammenschaden, weil Schreckensbiss gewirkt wurde. Deswegen ist das miteinander verkettet und da solltet ihr auch unbedingt darauf achten, dass ihr das dann eben halt mit dabei habt. Ich selber wähle quasi wieder die dämonische Stärke, also damit kann man auch ganz gut oder ist man ganz gut in Dungeons unterwegs oder hat ein bisschen mehr Cleave Damage und dann das nächste ist auch immer noch dämonischer Ruf, der ändert sich dann auch nichts, brennender Ansturm, sagte ich ja vorhin, das ist ein Utility-Bereich. Hier im nächsten, genau, da verwende ich nämlich den Seelenstoß. Die Teufelswache schlägt einen Gegner und das erzeugt einen Seelensplitter. Dadurch haben wir nochmal wieder einen Seelensplitter mehr, den wir dann wieder ausgeben können. Das ist sehr, 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 sehr praktisch. Und je mehr Seelensplitter wir generieren, und das ist auch der Clou an der Geschichte, wir geben keinen aus, das hat 10 Sekunden Abklingzeit, wir können es häufiger benutzen. Umso mehr Seelensplitter wir haben und umso mehr Hand von Godan können wir machen, umso mehr Wichtel bekommen wir und umso mehr Implosionen können wir verursachen später. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du relativ zum Ende des Guides hin, wo ich das dann auch noch einmal zeigen werde. Auf jeden Fall, da wähle ich dann den Seelenstoß. Für Dungeons ist das ein bisschen praktischer und dann seid ihr da gut unterwegs mit. Genau, die im 45er-Bereich, weltliche Ängste, es bleibt gleich aus den vorhin genannten Gründen, da ändert sich nichts. Die Seelenverbindung, es ist so, dass wir erstmal etwas mehr Seelensplitter generieren, aber auch weniger verbrauchen. Wir haben nämlich eine 15%ige Chance dadurch, dass wir einen verbrauchten Seelensplitter wieder zurückerhalten. Das heißt, wir können mehr Hand von Godan, mehr Wichte, mehr Implosion, mehr Cleave AOE Damage.
Cool. Genau das ist der Hintergrund, warum ich da halt die Seelenverbindung wähle. Es wäre natürlich auch möglich, die Teufelswache weiterhin zu verwenden, aber das merkt man in Dungeons schon doch deutlich, dass man da ein bisschen mehr rausholt, wenn man da die Seelenverbindung hat. Und 15% Chance ist jetzt auch nicht so wenig, dass man da sagen könnte, ja, das wirkt halt nicht, doch das wirkt schon ganz gut. Man merkt das dann auch deutlich. Im letzten Bereich ist es so. Ja, dämonisches Aufzehren wieder, ne? Weil wir wollen halt, dass der unser Dämon sich ermächtigt und dann eben halt auf die ja, stärker drauf kloppt oder mehr draufhaut. Das geht ganz gut, ja. Das ist der. So könnt ihr auch in dem Dungeon ganz gut bestehen, denke ich mir. Jo, letzte Fels. Welchen Pakt sollten wir denn jetzt nun wählen mit unserem Hexenmeister? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Nachtfee und die Necrolords. Ich selber habe mir die Nachtfee genommen, weil die dann doch schon durch den Movement-Spell, den wir da erhalten, also den Movement-Zauberspruch, die Fähigkeit von den Nachtfee, da kriegen wir einfach nochmal wieder ein gutes Utility an die Hand, womit wir uns einfach unsere Schwäche quasi wieder negieren können, nämlich die Bewegung. Wir sind sehr langsam, wir haben eine sehr langsame Klasse, wir können nicht so rumrollen, rumspringen wie andere Klassen. Und da ist jedes Mittel, was wir natürlich kriegen können, uns dann auch recht. Dass die Seelengestalt negiert diese Schwäche eben halt auch. Der Pakt ist selbst sehr gut für Raids. Also man kann, wenn man die Paktfähigkeit mit benutzt, die ist wirklich gut für Raids. Die macht natürlich auch ein bisschen Seitendamage, aber trotzdem, das ist passt ein bisschen besser auch von den Seelenbanden her. Wenn ihr jetzt aber mehr auf Mythics unterwegs seid, also ihr macht mehr Dungeons und Co., dann empfehlen sich auch die Necrolords alleine durch den zusätzlichen Schild, den wir da erhalten können. Und ja, die Paktfähigkeit stärkt nochmal unseren Dämonenblitz, macht den ein bisschen mächtiger, deswegen wäre das da bei den Mythics oder in den mythischen Dungeons ganz angenehm, auch so zu spielen. Wir kriegen ja nun auch mit unserer Paktwahl ein paar Paktfähigkeiten, und zwar bei den Nachtfee ist das die Seelenfäule und die Seelengestalt. Die Seelengestalt, mit der teleportieren wir uns ein Stück weit nach vorne, kommen also instant aus irgendwelchen Pfützen raus, können 12 Sekunden im Dungeon nochmal rumlaufen, verwandeln uns wieder in unsere normale Gestalt oder wir gehen vorher wieder raus. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass unsere Bewegungsgeschwindigkeit um 50% erhöht, ist ganz cool. Und man kann das nach ein paar Sekunden nochmal wieder neu aktivieren. Sehr, sehr nett. Im Ruhebereich sieht es einfach sehr stylisch aus, weil wir dann unsere Form auch verändern können, je weiter wir in der Paktgeschichte vorangeschritten sind. Ist auch sehr, sehr praktisch. Die Damage-Fähigkeit, die wir erhalten, die hat eine Minute Abklingzeit. Ich mag diese Fähigkeiten, wo er wirklich nur eine Minute Abklingzeit hat, weil man sie so häufig benutzen kann, auch sehr, sehr gerne. Und zwar ist es da so, dass die Lebenskraft des aktuellen Ziels und bis zu drei zusätzlichen Zielen in der Nähe verdorren lässt, das fügt dem dann Schaden zu, und für die nächsten 8 Sekunden ist der Einsatz von Blutsauger nicht nur auf das eine Ziel, sondern auf alle Ziele, die von dieser Seelenfäule betroffen sind, spaltet sich dann so auf. Das seht ihr, wenn so ein Hexmeister mit so einer Fünferpeitsche da irgendwelche Gegner an sich bindet. Das ist genau dieser Zauber. Und Blutsauger verbraucht kein Mana, das ist dann nochmal praktisch. Wenn wir bei den Necrolords unterwegs sind, ist es so, dass wir Fleischformung erhalten. Wenn wir einen normalen Gegner getötet haben, Fleischformung benutzen, kriegen wir ein Schild in Höhe von 20% unserer Lebensenergie. Machen wir das bei einem Elite-Gegner, kriegen wir sogar 50% Schutz für ein paar Sekunden. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also das kann man gut mitnehmen, da hält man nochmal eine Kelle mehr mit aus. Aber die Fähigkeit bei den Necrolords ist so, dass wir die auch häufig verwenden können, also alle 45 Sekunden, sogar noch weniger als eine Minute Cooldown. Und das Ganze macht so, dass wir Blitze aus dezimierender Magie auf unser Ziel schmeißen, das verursacht dann Schattenschaden, und dadurch verbessern wir halt auch unseren Dämonenblitz und können den halt noch ein bisschen aufwerten. Das ist bei den Necrolords ganz praktisch. Es gibt natürlich auch wieder zwei Seelenbande, die wir haben, oder ein Seelenband, was man pro Pakt auswählen kann. Wenn wir bei der Nachtfee sind, ist das Nia. Heilkräftigung macht die ganze Geschichte dabei. Ist eben halt so, dass wenn wir Schaden oder Heilung verursachen, besteht so eine Chance, umgeleitete Anima zu erhalten. Davon kriegen wir pro Stapel 25 Meisterschaft und 1%. Im Grunde genommen wird unsere maximale Gesundheit erhöht. Sehr, sehr cool, sehr praktisch auch an der Stelle.
Und wenn wir die Nachtfee-Fähigkeit verwenden, kriegen wir sogar auf einmal 8 Stapel, haben also 200 mehr Meisterschaft instant. Das Ganze jede Minute einmal. Und das haut dann schon ein bisschen auch mehr Damage raus. Wenn wir irgendwas unterbrechen mit unseren Dämonen, dann ist es so, dass wir quasi, das fügt dann den Zielen Schaden zu. Wenn wir ein Ziel wieder unterbrechen, also erneut unterbrechen, kriegt es halt nochmal wieder Naturschaden zugefügt. Bei den Necrolords ist Emini die Wahl, die ihr dort treffen solltet, denn Emini hat oder verstärkt die Fleischformung erst einmal und zum anderen erhöht das unsere Bewegungsgeschwindigkeit pro Gegner um 3% bis zu 15%, negiert wieder einen negativen Effekt beim Hexenmeister. Wir sind dann halt ein bisschen schneller unterwegs, aber nur wenn Gegner in der Nähe sind. Mit gutem Beispiel vorangehen bedeutet, dass wenn wir unsere Paktfähigkeit benutzen, ist es so, dass wir Main Stat bekommen 5% und pro Verbündeten weitere 2%. Das heißt, wir können also 8% plus 5 sind 13%, können wir mehr Main Stat bekommen und wir können sie auch häufig einsetzen, die Fähigkeit. Dadurch kriegen wir auch öfter mal was. Je mehr Verbündete bei uns drumherum sind, umso mehr bekommen wir. Unsere Verbündeten bekommen im Gegenzug dazu auch, also jeder, der davon damit betroffen wird, kriegt eben halt quasi auch nochmal zusätzlich 2%. Das ist ganz praktisch, ein kleiner Gruppenbuff an der Stelle. Kann man gut mit dabei haben. Wenn wir unser Seelenband jetzt gewählt haben, dann haben wir die Möglichkeit, drei verschiedene Slots zu füllen. Das ist einmal das Potenzmedium, ein Widerstandsmedium und ein Finesse-Medium. Bei den Potenzmedien, die sind so, dass die eure Fähigkeiten verstärken oder euch generell ein bisschen stärker machen. Da habe ich das Teufelskommando drin und wenn ich zwei Slots habe, dann die Blutsgabe. Bei dem Teufelskommando ist es so, dass unsere Teufelswache 7,5% mehr Schaden verursacht und 7,5% weniger Schaden erleidet. Auch ganz praktisch an der Stelle, weil wir die haben wir immer irgendwie draußen. Bei mir heißt der Black Killick, der Gute, der sagt chillig willig. Blutsgabe ist auch eine Möglichkeit, denn die Hand von Gul'dan hat quasi eine Chance von 16%, eine Aufladung von dämonischer Kern zu erzeugen. Mehr dämonische Kerne, mehr dämonische Blitze, cool. Oder beziehungsweise schneller, dass wir die schneller casten können. Beim Widerstandsmedium benutze ich einen diabolischen Blutstein. Immer wenn ein Gruppen- oder ein Schlachtzugsmitglied dann euren Gesundheitsstein benutzt, kriegen wir für 6 Sekunden 10% Lebensraub. Ist nochmal ganz nett. Damit werden wir ein bisschen tougher und das kann man mit dabei haben. Entschlossene Barriere. Wenn wir Schaden bekommen, der höher ist als 5% unserer maximalen Gesundheit, dann wird die erbarmungslose Entschlossenheit die Abklingzeit um 10 Sekunden verringert. Das kann aber halt nur einmal alle 30 Sekunden auftreten. Da können wir es ein, zweimal mehr benutzen in einem Raid. Ist auch ganz in Ordnung. Beim Finesse-Medium, die sind immer sehr, sehr situationsabhängig. Das kann sein, dass die gut funktionieren. Es kann aber auch sein, dass ihr euch denkt, ja, wofür gibt es die eigentlich? Also das ist immer mal so, mal so, mal so. Da habt ihr zwei Varianten. Teuflische Schnelligkeit und dämonische Dynamik. Bei der teuflischen Schnelligkeit ist es so, dass die Teufelsbeherrschung die Abklingzeit um 48 Sekunden verringert wird. Das heißt, das können wir häufiger mal benutzen. Bei der dämonischen Dynamik ist so, wenn wir das Teleportieren durch den dämonischen Zirkel vollziehen, dann kriegen wir danach nochmal 5 Sekunden 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Wäre halt praktisch beim Tanzboss. Wenn man jetzt mit Schloss Natria unterwegs ist, beim Tanzboss ein Portal gestellt, einmal durchs Portal sind wir ein bisschen schneller wieder. Coole Sache. Welche Legendaries wählen wir, wenn wir als Demo-Hexer unterwegs sind? Da gibt es eigentlich drei Stück, die ihr nehmen könnt. Und zwar das Relikt der dämonischen Synergie ist ein ja, Legendary, das kann man eigentlich auf jeder Hexenmeister-Skillung verwenden. Also wenn ihr quasi auch mal was anderes spielen möchtet als Hexenmeister, bietet sich das an. Auf den Kopf gecraftet, Tempo-Meisterschaft drauf als Sekundärattribute und ist mehr so für Dungeons, aber kann man auch als Allrounder sehen. Deswegen, das ist da sehr, sehr praktisch. Wenn wir nämlich oder wenn unser Dämon Schaden macht, dann besteht eine Chance, dass ihr, ne, wie 15 Sekunden lang eine Schadenserhöhung von 15% bekommt. Das ist ganz gut. Also nehmen wir das mit, wenn wir können. Ansonsten, falls ihr da eher rankommt, das Problem ist, dass das oberste Legendary bei den Generälen der Steinlegion erst droppen kann. Ihr könnt es aber auch aus dem LFR holen und seid dann da eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Mächte des gehörnten Albtraums auf die Schultern ist für beides gut, für mythische Dungeons und für Raids. Tempo Meisterschaft obendrauf, fertig aus die Maus. Handvoll Gul'dan hat eine Chance von 15%, dass der Zauber kostenlos erneut auf das Ziel gewirkt wird. Also wenn wir den einmal mit drei Seelensplittern casten und dann nochmal das Ganze kostenlos gewirkt wird. Mehr Wichte, mehr Spaß.
Das ist der Clou bei diesem Legendary ganz knorke. Wilfreds Säge der überlegenen Beschwörung ist ein Ring, ist auch wieder so mythische Dungeons und als Allrounder zu sehen. Tempo Meisterschaft, das sind so die drei, die ihr da machen könnt. Wenn wir nämlich quasi Seelensplitter verbrauchen, verringert das die Abklingzeit von dem dämonischen Tyrannen beschwören um 0,6 Sekunden. Hört sich jetzt erst einmal im großen Moment nicht so viel an, aber wir verbrauchen tatsächlich schon einige Seelensplitter, können den dämonischen Tyrannen, also unseren dämonischen Kommandanten, können wir dann eben halt noch ein, zwei Mal mehr rufen. Das ist auch sehr geil. Die Stat Priority beim Dämonologie-Hexenmeister lässt so relativ einfach. Also ihr solltet schauen, dass ihr möglichst viel Intelligenz bekommt. Intelligenz bekommt ihr mit steigendem Gearscore, den ihr erhalten werdet, je höher stufige Inhalte ihr dann auch macht. In-game. Dann bei den Sekundärattributen ist es so Tempo, Meisterschaft, Crit und Vielseitigkeit. Bei den Sekundärattributen werdet ihr spätestens, wenn ihr normal Raiden geht, beziehungsweise normale mythische Dungeons macht, also mythisch 0, werdet ihr dann irgendwann feststellen, oh, da kann sich ein bisschen was verschieben. Denn bei den Sekundärstats ist es so, dass wenn wir viel von einem Wert haben, der immer weniger wert wird. Das heißt, der lässt dann ein wenig nach. Und dann ist man an einem Punkt angekommen, wo man das auf jeden Fall simulieren sollte, wie viel oder ob das jetzt wirklich besser ist, das Beuteteil, was wir da gerade bekommen haben. Einmal kurz einen Sim drüber laufen lassen und dann wissen wir es ganz genau. Für den Anfang kann man sich auf jeden Fall grob an Tempo Meisterschaft, danach kritischer Trefferwert und die Vielseitigkeit orientieren. Damit einhergehen natürlich auch unsere Verzauberung, und zwar solltet ihr schauen, dass ihr auf eure Waffe die himmlische Führung raufpackt. Wenn wir Schaden verursachen, kriegen wir manchmal die Chance, dass unsere Intelligenz um 5% erhöht wird. Je stärker wir sowieso schon sind, desto mehr kriegen wir eigentlich auch einen Benefit aus der Waffenverzauberung raus. Das ist so eine allgemeine, mit der fahrt ihr eigentlich ganz gut. Dann habt ihr auf den Ringen die Lehre des Tempos, dann könnt ihr 32 Punkte Tempo bekommen, wenn ihr beide Ringe verzaubert habt. Und beim Umhang empfehle ich euch die verstärkte Geschwindigkeit. Wir haben ein bisschen mehr Ausdauer und kriegen auch noch ein klein wenig Geschwindigkeit dazu. Das ist nicht viel, aber es macht uns alles, was uns schneller macht als Hexenmeister. Das ist perfekt. Dann Brust und Armschienen, also die Brust ewige Werte und die Armschienen ewige Intelligenz. Warum? Dadurch kriegen wir bei der Brust 30 Punkte und bei den Armschienen 15 Punkte mehr Intelligenz und haben dadurch 45 Punkte. Wenn es nicht verzaubert ist, verschenken wir im Grunde genommen ein halbes Fläschchen. Das ist ein bisschen schade. Deswegen solltet ihr gucken, auch immer eure Sachen zu verzaubern. Und solltet ihr Sockel besitzen in eurem Equipment, packt dann Sockelstein rein, und zwar einen spiegelnden Juwelenverbund, um noch mehr Tempo zu erhalten und um das dann ein bisschen zu steigern. Ein Sockelstein, 16 Tempo, zwei Sockelsteine natürlich 32 und so weiter. Beim Barfoot habt ihr auch einen guten Fundus, aus dem ihr schöpfen könnt, und zwar, wenn ihr höherstufige Inhalte spielt, Raids oder mythische Dungeons, solltet ihr schon mal ein Spektralfläschchen der Macht mit dabei haben. Es gibt 70 Punkte mehr Intelligenz. Seid ihr in einem Raid unterwegs und euer Raid stellt einen Schlachtzugskessel, dann könnt ihr euch eins rausnehmen, eins trinken und wieder, also das, was ihr rausgenommen habt, trinkt ihr dann. Nehmt euch noch eins raus, dann habt ihr für 2 Stunden schon mal ein Fläschchen, oder für 4 Stunden solltet ihr selber Alchemist sein. Das ewige Fläschchen und das Spektralfläschchen der Macht, das macht dasselbe. Also es gibt euch 70 Punkte Intelligenz und das kann man gut mitnehmen. Man könnte es auch in heroischen oder normalen Dungeons verwenden. Das muss man mit sich selber vereinbaren. Aber ihr macht auf jeden Fall mehr Schaden mit als ohne. Dann der Trank der Spektralintelligenz ist ein allgemeiner Trank. Den könnt ihr immer dann zünden, wenn Heldentum benutzt wird oder wenn ihr besonders viel Damage machen könnt, gerade weil ihr die Möglichkeit dazu habt. Ihr habt nämlich 5 Minuten Cooldown auf diesen Trank. Das heißt, ihr braucht den nicht vor dem Kampf nehmen und nehmt im Kampf noch einen. Nein, ihr benutzt den dann, wenn ihr den braucht, habt aber dafür 5 Minuten Cooldown auf der ganzen, auf dem Trank selber. Da könnt ihr erst nach 5 Minuten einnehmen. Die verschleierte Verstärkungsrune erhöht eure Intelligenz ebenfalls nochmal um 18 Punkte für eine Stunde, solange ihr nicht sterbt. Sterbt ihr, müsst ihr die wieder neu machen. Die ist momentan noch teuer. Irgendwann wird sie günstiger sein. Dann lohnt sich das eher, die zu benutzen. Muss man mit seinem Geldbeutel ausmachen, oder Goldbeutel besser gesagt, ob man die verwendet oder nicht. Was ihr auf jeden Fall immer mit dabei haben solltet, ist einmal das Schattenkernöl, einmal auf die Waffe für eine Stunde etwas oder eine Chance, eine hohe Chance sogar, dass wir nochmal zusätzlichen Schattenschaden verursachen. Perfekt. Wenn wir Barfoot haben wollen, dann futtert euch da einen schattenhaften Kronenbraten in Aspik. Schmeckt sehr lecker, habe ich mir sagen lassen. Und dann habt ihr für eine Stunde 30 Punkte mehr Tempo. Ist auch sehr leicht herzustellen, immer mit dabei haben. Dann seid ihr da gut gewappnet für Dungeons und zukünftige Abenteuer.
Die Fähigkeiten beim Dämonologie-Hexenmeister sind recht mannigfaltig. Und zwar ist es so, dass wir, und das ist eigentlich auch das Wichtigste mit, unsere Seelensplitter erzeugen wir nämlich dadurch, dass wir Schattenblitz wirken. Und wenn wir Schattenblitz wirken und meine Kopfhörer da jetzt weg sind, dann kriegen wir halt einfach diese Seelensplitter, die wir ja brauchen. Wenn ihr könnt, solltet ihr auch eure Schreckenspirscher herbeirufen. Das ist auch nicht unwichtig, denn die brauchen wir auch immer mal wieder. Und die Kernmechanik beim Dämonologie-Hexmeister ist die Hand von Gul'dan. Wie funktioniert die? Wir sammeln ja bis zu 5 Splitter an und die Hand von Gul'dan erzeugt 1 bis 3 Wildwichte. Da kommen diese ganzen Wichte her. Benutzen wir die Hand von Gul'dan mit 3 Splittern, dann kriegen wir 3 Wildwichte. Benutzen wir die Hand von Gul'dan mit 1 Splitter, kriegen wir 1 Wildwichte. Deswegen immer so bei 4, 5 Splittern das Ganze benutzen. Dadurch, wenn ihr nämlich weitere Splitter generiert, kommt ihr nicht an dieses Cap. Und das Cap ist 5. Also ihr könnt, wenn ihr den 5. Splitter fertig habt, die Leiste ist voll, ihr macht einen 6., verfällt der. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen bei 4 bis 5 Splittern die Hand von Gul'dan benutzen. Und wenn wir genügend Wichte haben, schicken wir die auf den Gegner mit Implosion, dann explodieren die alle und wir können das Spiel wieder fröhlich weiterspielen, indem wir neue Wichte beschwören über die Hand von Gul'dan. Das ist ganz cool eigentlich. Wenn man jetzt so, man kann das ganz gut machen, wenn man die Hand von Gul'dan hat. 5 Splitter benutzt man die einmal, dann holt man sich wieder einen weiteren Splitter, hat dann wieder 3, kann das nochmal machen. Und was ist besser als eine Hand von Gul'dan? Richtig, beide Hände. So, den dämonischen Tyrannen, den solltet ihr auch immer mal benutzen, wenn ihr die Chance und Gelegenheit dazu habt. Das ist aber so ein Cooldown, den solltet ihr dann verwenden, wenn das Sinn macht. Also nicht ins Leere laufen lassen, der Gegner ist eh schon tot, dann benutzt man das nicht, sondern vielleicht bei der nächsten Gruppe, wo ihr den Bums halt braucht. Teufelswache beschwören solltet ihr in Kombination mit dem Seelenstoß benutzen. Also wenn ihr die Teufelswache beschworen habt, dann benutzt ihr halt einen Seelenstoß, das macht nochmal net Damage. Bei dem dämonischen Kern ist es so, also, oder was ist ein dämonischer Kern? Wir wollen ja auch den Dämonenblitz benutzen und den wollen wir zwischendrin immer mal reinstreuen. Das heißt, wir sammeln 4 Kerne an und dann wird der Dämonenblitz instant. Und das ist halt, ja, ganz praktisch eigentlich, ne? Sonst müssen wir den lange casten und so haben wir den einfach sofort. Wir haben als Hexenmeister auch noch richtig coole Utilities, die gibt's auch noch. Das sind so Sachen wie die Flüche, also Fluch der Schwäche, Sprachen und der Erschöpfung. Das sind Dinge, die sind ganz nett in den Dungeons, wenn man die mit benutzt, aber das sollte nicht euer Primärfokus sein. Da eher so lustige Sachen wie das dämonische Tor, da können wir nämlich halt einfach einen Weg abkürzen, wo wir mal schnell irgendwo in die Position wechseln müssen. Das ist sehr, sehr gut und die Gruppenmitglieder können das ebenfalls mit benutzen. Cool. Dann haben wir das Ritual der Verdammnis. Probiert das mal mit eurer Gruppe aus. Wenn ihr in der Gildengruppe unterwegs seid, es stirbt garantiert immer einer. Ist auch witzig, ihr beschwört dadurch einen Dämon. Probiert es einfach mal aus. Den Seelenstein. Das ist eine Sache, die ist eigentlich relativ wichtig, denn der Seelenstein eignet sich nicht nur dafür, um jemandem den zu geben, sondern auch einen Kadaver oder einen Flieseninspekteur, der da auf dem Boden rumliegt und gerade mal so ein bisschen die Fliesen inspiziert. Wenn ihr den Seelenstein auf denjenigen castet, dann kriegt er einen Battle Rest, dann kann er wieder auferstehen und das ist sehr, sehr cool. Ritual der Beschwörung, ihr stellt einen Schrank dahin, da kann man ein Gruppenmitglied durchziehen, wenn man zu zweit ist. Sehr, sehr cool. Kann man mitnehmen. Seelenbrunnen für die sogenannten Lutschkiesel, Klosteine, Kirschsteine, Geschmack, irgendwas für Heilsteine. Also es ist so, dass wenn ihr für die Gruppe das herstellen wollt, müsst ihr die nicht einzeln und dann handeln oder so. Blizzard hat da mitgedacht, da gibt es einen coolen Seelenbrunnen, den stellt ihr da hin. Jeder geht da ran, holt sich seinen Stein raus und alle haben dann nochmal einen extra Heil-Cooldown, den sie ready haben, den man auch benutzen sollte. Das ist ganz geil. Dann Dämon kontrollieren, wir können in der offenen Welt oder auch in Dungeons können wir ein paar Dämonen kontrollieren, ist manchmal auch ganz spaßig und praktisch, ist halt nochmal so eine extra Utility für den Hexer. Wenn ihr könnt, benutzt eure Paktfähigkeit, so häufig wie es geht, das gilt im Übrigen für alle Damage Cooldowns, immer lieber einmal mehr benutzen als einmal zu wenig, aber wenn der Gegner natürlich nur 5% Leben hat und die nächste Gegnergruppe 10 Sekunden entfernt ist, dann solltet ihr vielleicht warten damit und das bei der vollen Gruppe benutzen, wo wir den vollen Damage Output rausholen können. Da macht es dann mehr Sinn, sowas zu verwenden. Aber wir gucken uns das jetzt mal in der Rotation an oder in der Erklärweise, wie man das so spielen kann. Also schauen wir einfach mal rein. Die Rotation beim
Dämonologie Hexenmeister, die ist eigentlich relativ simpel, muss ich dazu sagen. Und zwar, wenn wir in einen Kampf reingehen, wir können ja schon mal in Schattenblitz casten. Wir haben unseren hohen Damage Cooldown, das Grimoire Teufelswache. Wenn wir das jetzt casten, dann müssen wir uns auch noch Schreckenspirscher mit herbeirufen. Es ist immer gut, wenn wir da welche haben, damit wir auch erstmal, da geben wir 2 Seelensplitter für aus. Und wenn wir einen Schattenblitz benutzen, ihr seht, ihr kriegt jedes Mal, wenn ihr einen Schattenblitz verwendet, kriegt ihr einen Seelensplitter. Bei 4 bis 5 solltet ihr eine Hand von Gul'dan machen. Und jetzt habt ihr gesehen, es sind 3 aufgetaucht. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal caste, habe ich nur 2 weitere Wichte hinzugekriegt. Also da fehlen mir dann ein paar. Und sobald ihr die Möglichkeit habt, den Dämonenblitz instant zu benutzen, benutzt ihr den oder solltet ihr den auch immer instant mit benutzen. Schreckenspirscher herbeirufen. Und dann auch gelegentlich mal den dämonischen Tyrannen mit beschwören. Hand von Gul'dan, 5 Seelensplitter. Schattenblitz benutzen. Direkt Hand von Gul'dan nochmal. Jetzt habe ich weitere 3 Wichte. Dann den Schattenblitz wieder für weitere Seelensplitter. Die Wichte machen auch Schaden. Wenn ihr jetzt AOE-Damage fahren wollt, ihr seht immer diese kleine Zahl hier unten. 6 Wichte habe ich gerade. Jetzt hole ich mir nochmal eine Hand von Gul'dan. Die verschwinden irgendwann. Ich kann sie auch direkt einmal überall drauf schicken. Dann explodieren die und machen überall Schaden. Habe ich den Dämonenblitz? Also ich sammle immer Fragmente an hier. Dämonischer Kern. Und zwar ist das so, dass für die Fragmente ist es so, dass dieser Dämonenblitz quasi ein Instant Cast wird. Hau ich den raus, kriege ich auch gleich 2 Seelensplitter. Das ist richtig vorteilhaft. Das ist ganz wichtig, sobald ihr den habt und benutzen könnt, instant rausholen. Dann Schreckenspirscher, wenn die wieder abgelaufen sind, Schreckenspirscher nach. Dann können wir noch einen Schattenblitz, dann einen dämonischen Blitz. Jetzt haben wir wieder 4 Splitter, Hand von Gul'dan. Dann einen Schattenblitz, noch einen Schattenblitz. Jetzt können wir 3 Splitter. Hand von Gul'dan geht auch, dann haben wir aber keine mehr. Habe ich aber zweimal den dämonischen Blitz, dann kann ich, also den als Instant, dann kann ich gleich 4 Splitter wieder erzeugen, hole noch ein paar Schreckenspirscher raus, ich hole meine Wache. Ich kann in die Rotation mit einfließen lassen, meinen Seelenstoß, wann immer der verfügbar ist. Das macht nämlich eure Teufelswache quasi. Und dann wieder einen dämonischen Obertyrannen beschwören. Dann wieder ein Dings hier, einen Dämonenblitz, Hand von Gul'dan. Dämonenblitz, Hand von Gul'dan, weil jetzt habe ich wieder 4 Splitter. Schreckenspirscher instant. Dann habe ich wieder einen Schattenblitz, den ich machen kann. Ich kann meinen Seelenstoß wieder mit reinnehmen. Und ihr solltet aber auch darauf achten, dass ihr immer nach Möglichkeit mit eure Seelenfäule verwendet. Und dann könnt ihr euren Blutsauger benutzen. Den kriegt ihr dann kostenlos. Könnt ihr ihn damit verwenden und das Ganze geht halt auf 3 Ziele dann oder eben halt so viele Ziele, wie getroffen worden sind. Und so seid ihr dann immer gut vorbereitet. Ihr müsst immer so zwischen unterscheiden zwischen AOE Damage und zwischen Single Target Damage. Natürlich geht unser Schattenblitz immer nur auf ein Ziel, aber die Primärfunktion von dem ganzen Ding ist, dass wir tatsächlich Seelensplitter haben, Schreckenspirscher rufen, 3 Dinger, also 3 Seelensplitter, Hand von Gul'dan, jetzt habe ich keine mehr. Ich muss halt gucken, dass ich nach Möglichkeit meinen Dämonenblitz bekomme. Habe ich nicht genügend Kerne, dann seht ihr, wie lang die Castzeit ist, dann lieber nur Instant benutzen. Und auch möglichst das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war falsch, denn ich habe 4 Splitter gehabt und habe den Dämonenblitz benutzt, habe dadurch einen Splitter im Grunde genommen verschenkt. Die Kunst ist nachher so wirklich zu gucken, dass man keine Seelensplitter verschenkt und dass man nach Möglichkeit natürlich auch so viele Wichte draußen hat, wie es irgendwie möglich ist, denn die Wichte können wir nachher dann auch explodieren lassen. Jetzt haben wir nochmal eine Hand von Gul'dan, noch eine Hand von Gul'dan. Ja, kommen wir jetzt noch ein bisschen höher. Noch eine Hand von Gul'dan. Jetzt können wir nochmal einen Schreckenspirscher, den dämonischen Tyrannen beschwören. Dann wieder eine Hand von Gul'dan, weil ich wieder 5 Splitter habe. Wieder 3 Splitter, Hand von Gul'dan. Zwischendrin immer mal unseren Seelenstoß. Dann wieder ein Schattenblitz. Ihr seht, jetzt habe ich 13 Wichte. Wenn ich die jetzt einmal alle losschicke, macht das ordentlich netten Damage an allen unseren Gegnern, die wir da so haben. Und so funktioniert das im Großen und Ganzen die ganze Zeit. Haben wir Grimoire Teufelswache geskillt, verwenden wir den natürlich auch. Das ist so ein DPS-Cooldown. Genauso wie unsere Paktfähigkeit sollten wir nach Möglichkeit auch immer mal mit einbauen, da wo es gerade passt. Und die Hand von Gul'dan, um unsere Wichte zu erhöhen. Die Wichte selber, die gehen irgendwann, verschwinden die auch wieder, also die sind nicht unendlich oft da, denn die haben auch ein bisschen was zu tun, die Wichte, nein, Scherz beiseite, also da solltet ihr mal gucken, dass ihr
quasi halt immer mal ein paar Wichte mit dabei habt. Wenn ihr sie wegschickt, also habt ihr 12, könnt ihr die locker mal losschicken, baut ein bisschen wieder neue Wichte auf mit dem Dämonenblitz und der Hand von Gul'dan, 4 Splitter, jetzt wieder Hand von Gul'dan. Dann können wir nochmal wieder ganz normal anfangen. Jetzt haben wir wieder 2. Einmal Schreckenspirscher neu nachbeschwören. Schattenblitz, Hand von Gul'dan bei 3 Splittern. Jetzt mit Schattenblitz hinterher. Also ihr müsst, das ist immer so ein Hin und Her zwischen, ich habe nicht genügend Splitter, ich brauche wieder Splitter, Schattenblitz benutzen. Wenn, also die Priorität zwischen Schattenblitz und Dämonenblitz ist auch ganz klar. Haben wir einen Dämonenblitz, hauen wir einen Dämonenblitz raus. Hand von Gul'dan, Dämonenblitz, Hand von Gul'dan. Wenn wir keine Dämonen mehr haben, also unseren dämonischen Tyrannen oder die Schreckenspirscher, hauen wir die dann raus, splittervoll machen, wieder eine Hand von Gul'dan, Seelenfäule auch mal mit reinnehmen, dann einmal unseren Stoß, dann nehmen wir wieder den Schattenblitz, um wieder weitere Splitter aufzubauen, haben wir gleich wieder einen Proc, dann benutzen wir den Dämonenblitz wieder, deswegen bei mir auf Taste V, weil kommt man halt schnell ran, und dann wieder eine Hand von Gul'dan, Dämonenblitz, Schreckenspirscher, Dämonenblitz, Hand von Gul'dan meine ich. Und so kommt man dann immer, man hat genügend Dämonen da und man kann die quasi ja eben halt auch ganz gut mit benutzen. Dämonische Stärke habe ich jetzt nochmal mit rausgelassen. Dämonische Stärke könnt ihr natürlich auch immer nochmal mitnehmen, wenn ihr keine Alterplagenbombe habt. Die Teufelswache wird dadurch relativ stark. Also ihr seht, die haut dann da einem auch ordentlich rein. Und das könnt ihr immer wieder mit benutzen, weil das braucht ihr eigentlich auch. Ne? Denn eure Dämonenwache, das ist ja euer Dämon, den ihr mit rumnehmt, habt ihr extreme Schwierigkeiten, könnt ihr auch den Lernwandler nehmen. Aber ich würde immer nach Möglichkeit die Dämonenwache rausholen. Jetzt einmal die Paktfähigkeit, einmal Leben saugen von allen, quasi können Splitter aufbauen, Schreckenspirscher rufen, können nochmal zuhauen mit unserem Schwert, dem Seelenstoß, holen die größere Wache raus, benutzen dann den Dämonenblitz, wieder die Hand von Gul'dan, weil 5 Splitter, ein Splitter nachziehen mit Schattenblitz, Hand von Gul'dan. Jetzt habe ich 6 Dämonen, also 6 Teufelswichte hier, Feuerwichte, kann die auch zur Not explodieren lassen, wenn es der Kampf dann eben halt erfordert und dadurch seid ihr dann da immer ganz gut unterwegs. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann hat man dann auch den Dreh raus. Stirbt einer eurer Dämonen ganz schnell oder euer beschworener Dämon, dann könnt ihr halt einfach einmal hier unten die Teufelsbeherrschung benutzen, könnt einen neuen beschwören, zack, instant wieder da, der alte verschwindet oder ist halt tot, habt ihr sofort wieder einen neuen mit zur Hand. Wir haben natürlich auch noch unseren Seelenstein, den spreche ich auch nochmal explizit an. Liegt das Ziel tot auf dem Boden? Können wir es damit mit Battle Ressen? Wenn wir aber selber alleine unterwegs sind, können wir uns auch gerne den Seelenstein geben. Falls wir mal einen schwierigen Inhalt gerade spielen und da die Chance besteht, dass wir sterben, dann müssen wir nicht so weit zu unserer Leiche zurücklaufen. Dann einmal selber damit das uns selber geben. Vergesst eure Gesundheitssteine nicht. Die könnt ihr auch gut gebrauchen, wenn ihr jetzt den brennenden Ansturm wählt. Ihr seht, also ich bin hier wesentlich schneller unterwegs, verliere aber auch halt die ganze Zeit Leben. Einmal so ein Klostein geleckt, flop, Leben wieder voll, perfekt. Ja, was ist mein Fazit über den Dämonologie-Hexenmeister? Coole Klasse, bockt, macht Spaß, ist ganz geil. Dämonen beschwören, Dämonen implodieren lassen, die Suicide-Wichte jetzt da einfach auf den Gegner raufschicken. Macht Spaß, den so zu spielen, schockt auf jeden Fall. Wie gesagt, test es einfach mal aus. Die Spezialisierung ist ein bisschen abwechslungsreich, auch das Ganze. Und wenn man irgendwann dann den Dreh raus hat, dann weiß man auch, dann lässt man die Wichte nicht ins Leere laufen. Oder man kann auch sehr schön die Talente mal ein bisschen wechseln. Und da gibt es halt auch nicht nur diese eine Spielweise, sondern mehrere, dass wir halt auch mehr auf die Hunde gehen können mit dem Schreckensgeheul. Das ist auch sehr, sehr geil. Also im Großen und Ganzen macht sehr, sehr viel Spaß. Test einfach mal aus. Würde mich freuen, wenn dich der Dämonologie-Hexenmeister sehr begeistert und du damit auch gut zurechtkommst, knorke Sache. Wir sehen uns im nächsten Guide. Vielen Dank fürs Anschauen. Vesarius, Ende Gelände. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.